Solution in Zusammenarbeit mit der Smart Shift. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Holger Hügel. Ich bin von der Smart Shift und darf Ihnen in den nächsten Minuten etwas zur Migration auf SAP HANA erzählen und genau genommen zum Aspekt, wie Sie durch eine automatisierte Codeoptimierung mehr Performance in diesem Umfeld für Ihre Eigenanwendungen erzielen können. Das Ganze ist nicht theoretisch, sondern anhand eines Praxisberichts. Das heißt, anhand eines Beispiels, was wir bereits umgesetzt haben, sehen Sie, wie Sie eben diese Dinge erzielen können. Bevor wir beginnen, eine kleine administrative Information. Sie sind alle stumm geschaltet, das heißt, Sie können nicht direkt mit mir sprechen, aber rechts im Menü der Webanwendung gibt es ein Chatfenster. Schreiben Sie Ihre Fragen auch während der Präsentation dort rein. Wir werden dann im Anschluss daran die Fragen beantworten. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, auch nach dem Webinar noch Fragen zu stellen, dann einfach an die IB Solution weiterreichen. Kleine Agenda, was erwartet Sie? Wir werden zunächst mal das Thema der Eigenentwicklungen im Zusammenhang mit der Migration auf SAP HANA ansprechen. Was gibt es da an Anpassungsbedarf? Und im zweiten Schritt, welche Möglichkeiten Sie haben, diese Anpassungen umzusetzen, ohne ein Riesenprojekt aufziehen zu müssen, ein langfristiges Projekt, sondern in ein sehr kurzfristig auch umsetzen können. Das Ganze, wie gesagt, anhand eines Praxisbeispiels. Das heißt, die Punkte, die sich eben im Laufe dieses Projektes, was ich Ihnen vorstellen werde, ergeben haben, werden dann immer wieder angesprochen im Laufe der Präsentation, wenn wir die einzelnen Themen hier direkt ansprechen. Zum Schluss, wie gesagt, eine Fragen- und Antwortenrunde. Dann werden wir uns Ihren Fragen dann annehmen. Der ein oder andere von Ihnen hat sich vielleicht schon mit dem Thema HANA mehr als nur auf dem Papier beschäftigt. Vielleicht haben Sie schon Pläne, auf HANA zu migrieren, einzelne Systeme. Spannend wird es, wenn man nicht nur BI und HANA macht, sondern auch ein ERP-System dahin migriert. Ich glaube, die wenigsten von Ihnen haben nicht auf Ihrem SAP-System zusätzliche Entwicklungen drauf. Das, was man klassischerweise als Custom Code bezeichnet oder SAP-Eigenentwicklungen. Die müssen natürlich angepasst werden, wenn Sie auf HANA gehen. Schlicht und ergreifend, die SAP hat natürlich ihren eigenen Code mehr oder weniger angepasst. Das Gleiche gilt auch für Ihren Code. Einfach um die Änderungen in der Architektur der Datenbank, in der Applikationsarchitektur eben nachvollziehen zu können. Ein paar einfache Beispiele dazu sind, Select Statements anzupassen, sogenanntes Order By, also die Sortierung quasi einzufordern und so weiter und so fort. Natürlich auch neue Funktionalitäten, die sich technologisch ergeben, durch die neue NetWeaver-Architektur mit einzubauen in das eigene Coding und gewisse Richtlinien, die auch die SAP empfiehlt, in dem eigenen Coding eben nachvollziehen zu können oder umsetzen zu können. Da geht es darum, im Wesentlichen den Datentransfer zwischen Applikationsserver und Datenbank zu optimieren, quasi so minimal wie möglich zu halten und auf jeden Fall zwingend notwendig, sofern Sie datenbankspezifisches Coding haben, so klassisch Native SQL drin, der wird definitiv nicht funktionieren mit HANA. Und der muss beseitigt werden. Das sind nur ein paar kleine Highlights, was man da machen kann. Es gibt sehr viele Dinge in diesem Zusammenhang. Also das sind so Dinge, die Sie bei der Umsetzung oder bei der Migration auf HANA berücksichtigen sollten. Es gibt Dinge, die Sie zwingend machen müssen. Es gibt Dinge, die empfehlenswert sind, wenn Sie auch die Performance der HANA nutzen möchten. Und nicht erst unter Umständen bei den Tests feststellen, naja, das eine oder andere sollten Sie verbessern, um überhaupt dann schneller zu sein als vorher auf der Non-HANA-Datenbank. Das Gleiche hatte auch unser Beispielkunde hier
vor, das ist ungefähr 1,5 Jahre her. Sie sehen, es steht größter SAP-Kunde. Dieser Kunde ist relativ scheu und möchte nicht seinen Namen genannt bekommen. Es ist der größte SAP-Kunde mit Sitz in der Schweiz. Sie haben alle von ihm schon Produkte im Bereich der Nahrungsmittelindustrie gekauft, bin ich mir ganz sicher. Und die Ausgangssituation hier war so, es war durchaus ein System, was über 10 Jahre alt war, versionsmäßig recht aktuell, lief auf DB2. Eine Besonderheit hierbei war eine sogenannte Split-Architektur. Das heißt, dieser Kunde hatte mehrere Systeme, auf denen der Code identisch aufgebracht war, aber die Systeme haben sich verschieden verhalten, gemäß den Regionen oder den Funktionsbereichen. Das hat man gemacht, um die Performance auch auf der DB2 erzielen zu können, die man gebraucht hat. Das hat natürlich architektonisch einige Nachteile mit sich gebracht, natürlich mehr Pflegeaufwand. Und das war nicht unerheblich, die Auswirkungen auf die IT. Sie sehen unten, fast ein Drittel der Schnittstellen war betroffen und hat diese besondere Architektur gehabt. Auch praktisch der gesamte Datendurchsatz ging über solche Schnittstellen. Und es hat zur Folge gehabt, dass die Aufwände erheblich höher waren als ohne diese Architektur auf allen Ebenen, also jetzt nicht nur in der Entwicklung, auch in der SAP-Basis. Das hat auch Auswirkungen natürlich auf die Innovationskraft und die Agilität der IT-Abteilung gehabt. Und für einen Kunden, der im Consumer-Umfeld tätig ist, ist Time to Market immer sehr wichtig. Das sollte möglichst klein sein. Das war durchaus beeinträchtigt. Und natürlich, der ein oder andere überlegt natürlich von Ihnen auch in Richtung Standardisieren zu gehen, also sprich die Eigenentwicklungen zu reduzieren, die Modifikationen zu reduzieren. Auch das war praktisch jetzt nicht gegeben, man hat sehr viel entwickelt gehabt. Können Sie vorstellen, wenn Sie 10 Jahre auf einem ERP-System entwickeln, da kommt einiges zusammen. Und Sie sehen auch hier rechts, wir sprechen dann schon von einem Umfang an Custom Code Objekten, der jenseits von 100.000 Objekte ist, also schon sehr umfangreich das Ganze. Und die Zielsetzung mit der Migration auf HANA war nicht nur natürlich die neue Technologie zu nutzen und Innovationsgeschwindigkeit zu erzielen, sondern auch die Komplexität der Landschaft zu reduzieren, für die Zukunft gewappnet zu sein, für zukünftige Upgrades, die deutlich zu vereinfachen, die Kosten in der Pflege, natürlich auch die Gesamtkosten, das TCO-Kosten, natürlich zu reduzieren und ein Stück weit wieder zum Standard zurückzukehren und quasi in line zu sein mit der Applikationsstrategie der SAP. Es ist immer sehr teuer, wenn man eben in der Wartung her ziemlich weit nach hinten fällt, nämlich nicht in der Standardwartung da mehr drin sein kann, aufgrund der eigenen Entwicklungen. Diese Dinge sollten eben mit diesem Projekt auch alle mit behoben werden. Und in dem Zusammenhang hat sich dann der Kunde an uns gewandt. Das Projekt war ursprünglich noch war deutlich umfangreicher, hat noch andere Aspekte mit sich gebracht. Also unser Anteil war, wie gesagt, nur ein kleiner. Das Projekt sollte über 5 Jahre gehen und nachdem dieser Kunde mit uns gesprochen hatte, konnten wir sozusagen 2 Jahre wegschneiden aus dem Projekt. Deswegen fand ich das auch ganz spannend, dass sie mit uns, mit unserer Code-Optimierung und automatisierten Code-Transformation eben diese Umstellung ihres Custom-Codes innerhalb weniger Wochen erzielen konnten. Das ist, wie gesagt, unser Kerngeschäft. Das Kerngeschäft der Smart Shift ist, alten Code, alten ABAP-Code auf den neuesten Stand zu bringen, performant zu machen, Altlasten, technische Altlasten zu entfernen und in wartbare, stabile zu machen. Und das Ganze in kürzester Zeit,
viel kürzer, als man das typischerweise manuell machen würde. Das sind die Alternativen. Also wenn Sie heute über HANA-Migration denken und an Ihren Custom-Code auch überlegen, was müssen Sie alles tun? Sie müssen nicht alles optimieren, um HANA-lauffähig zu sein. Wenn Sie aber das Potenzial der HANA nutzen möchten, macht es Sinn, zu optimieren. Manuell ist es leider eher eine Sache von Monaten, vielleicht sogar Jahren. Und mit unserem Ansatz, mit dem automatisierten Transformationsansatz, eine Sache von wenigen Wochen, praktisch unter einem Monat, kann man sagen, sind wir auf jeden Fall durch typische Projekte, um das zu liefern. Tatsächlich unsere Arbeit dauert typischerweise 2 Wochen. Standardmäßig, also wie gesagt, nicht mehr als einen Monat. Das ist auch die Besonderheit, warum wir am Markt schon seit über 20 Jahren sind im Bereich der Code-Transformation. Wir machen nicht nur ABAP, sondern auch andere Dinge. Wir lösen praktisch diese Probleme, die typischerweise mit einem manuellen Ansatz eben über Wochen gehen würden. Das lösen wir innerhalb kürzester Zeit, je nach Umfang, kann durchaus Einsparung bis zu 70% der Zeit bedeuten. Aber, und das ist das Entscheidende, es ist nicht nur schnell, es ist für den Kunden auch deutlich planbarer. Das heißt, in der Analysephase, die sehr kurz ist bei uns, stellen wir fest, was würde das Projekt kosten und wie lange würde es dauern. Sie bekommen für den Service, den wir leisten, ein Festpreisangebot mit einer entsprechenden Zusicherung, wann wir es liefern. Und wir sichern Ihnen auch zu, dass wir es zu 100% korrekt liefern. Das heißt, der Code, den wir wieder zurückspielen, den transformierten Code, da sichern wir zu, dass dieser fehlerfrei ist gemäß SAP Code Inspector. Und das ist sozusagen ein Leistungsversprechen, was Sie dann auch einfordern können, sollte es mal doch nicht so sein, punktuell. Auch das würden wir dann nacharbeiten und zwar kostenfrei für Sie. Passiert extrem selten, man kann es fast im Promilbereich ausdrücken, wie viel Fehler durchaus dann noch tatsächlich mal passieren sollte. Das heißt auch für Sie jetzt in der Projektplanung, Sie wissen, was Sie bekommen und zwar vorab. Es ist kein Time and Material, wo unter Umständen Manntage noch nachgearbeitet werden müssen und so weiter und so fort. Und das, was Sie bekommen, ist gehorcht sozusagen einem gewissen Service-Level. Und typischerweise setzen wir den Kunden nicht nur auf den HANA-Standard, sondern wir setzen auch die allgemeinen SAP-Standards um und falls der Kunde auch spezifische eigene Standards hat, werden die ebenfalls mit umgesetzt. Das heißt, wir räumen einmal durchs System durch und bereinigen Altlasten, ziehen Namenskonventionen glatt und setzen das System in einen sauberen Zustand, übergeben das entsprechend an den Kunden in Form eines Transports. Vielleicht hier nochmal im Detail, wie sieht so ein Projekt aus? Es beginnt, wie gesagt, mit einer Analyse, machen wir typischerweise auch vorab, um auch sagen zu können, was ist der Umfang, wie viel kostet das Ganze. Die meisten Kunden haben ein Sandbox-Modell, das heißt, sie setzen eine Sandbox auf, um die ersten Versuche zu machen. Wir können auch den transformierten Code bereits auf die Sandbox einspielen. Das ist ein Transport. Sie bekommen sozusagen den Code wieder zurück in Form eines Transports, wird auf der Sandbox eingespielt. Und Sie können eigentlich auch mit dem Testen hier bereits beginnen. Je nach Konstellation, wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte beispielsweise kein Code Freeze haben zwischen Sandbox und dem Entwicklungssystem, ist das überhaupt kein Problem. Sie können weiterhin auf dem Entwicklungssystem arbeiten, bis Sie das neue Entwicklungssystem entweder aktualisiert haben oder ein neues aufgesetzt haben, je nachdem. Und wir bieten in dem Zusammenhang ein sogenanntes Rerun, einen sogenannten Rerun-Service wieder bedeutet.
dass wir einen neuen Extrakt ziehen von dem Entwicklungssystem und führen quasi die Transformation neu durch. Es ist praktisch nur eine Wiederholung. Das meiste haben wir ja schon gemacht. Wir machen sozusagen für die Deltas, also für das, was in der Zwischenzeit entwickelt wurde, und spielen dann quasi dieses Delta nochmal ein. Viele Kunden, die sagen, wir brauchen wirklich keinen Code fürs, also nicht einmal einen Tag, dann machen wir das quasi von Freitag bis Montag früh. Also über ein Wochenende hinweg würde dieser Rerun funktionieren, sodass sie da keine Beeinträchtigungen ihrer normalen Entwicklungstätigkeit haben. Ich sage, das ist eine Option, müssen Sie nicht machen, ist eine Besonderheit. Und insgesamt ist natürlich die Testphase nicht nur vorgezogen, sondern auch deutlich kürzer, weil, wie gesagt, wir den Code auch im größeren Umfang bereinigen und nicht nur für HANA optimieren, sondern auch quasi, wenn Sie wollen, mit dem Stahlbesen einmal durchkehren. Viele Kunden sagen, ja, da muss ich ja mehr testen. Das ist richtig. Sie müssen mehr testen. Sie sollten aber im Zusammenhang mit HANA, wenn Sie so wollen, alles testen, weil es ist eine große Umstellung und da bietet sich's an, oder es ist nicht nur es bietet sich an, sondern es ist dringend empfohlen, auch alles zu testen, um zu sehen, ob es auch unter HANA so auch funktioniert. Das heißt, die Testaufwände sind eh da. Sie sind eher verkürzt mit unserem Ansatz. Das zeigen einfach die Erfahrungen mit den bestehenden Kunden. Das heißt, mit dem Smart Shift Ansatz bekommen Sie mehr in kürzerer Zeit und haben deutlich weniger Aufwände, wenn man die gesamte Projektlaufzeit betrachtet. Zu der kompletten Codebereinigung gehören verschiedene Dinge. Ich habe sie hier nochmal im Detail für Sie aufgelistet. Je nachdem, was der Ausgangszustand ist, also wenn Sie zum Beispiel ein sehr altes System haben, vielleicht der ein oder andere noch auf dem 4.6 System da ist, es kommt durchaus noch vor. Ist überhaupt kein Problem, wir machen das dann gleich mit. Das sind so ist ein Regelpaket, was wir da anwenden. Wenn Sie auch noch nicht Unicode-ready sein sollten, auch das ist kein Problem, das wird auch gleich mitgemacht. Wir sorgen auch dafür, dass das, was die SAP als Best Practice im Sinne von Stabilität, Wartbarkeit und Architektur betrachtet, dass das mitgeprüft wird und auch korrigiert wird. Ihre eigenen Coding-Standards, darunter fallen typischerweise Namenskonventionen, können wir auch glatt ziehen. Die meisten von Ihnen haben vielleicht welche, stehen auf dem Papier, die sind unter Umständen nicht komplett im Coding umgesetzt. Das würden wir im Zusammenhang mit dieser Umstellung bei Ihnen mitmachen. Es gibt jede Menge Performance-Verbesserungen, die wir erzielen können. Es sind Sicherheitsaspekte, die wir mit prüfen. Und wie gesagt, im Zusammenhang mit HANA sorgen wir dafür, dass der Code auf HANA lauffähig ist und auch optimal läuft. Das heißt, auch die HANA-spezifische Anpassung hat was mit Performance zu tun. Man kann auch deutlich mehr machen als nur die HANA-spezifischen Performance-Verbesserungen, ganz klar. Und last but not least, das war auch im Falle dieses großen Projektes, was wir gemacht haben, kundenspezifische Dinge. Also wenn bei Ihnen architekturmäßig was sein sollte und mit bereinigt werden muss, auch das ziehen wir in dem Zusammenhang mit glatt. Ein Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht, weil die meisten sagen, sowas ist eigentlich gar nicht möglich, was Sie da machen. Wie sieht das aus? Also wir machen nicht Copy und Paste oder suchen und ersetzen. Das wäre überhaupt so nicht möglich. Das heißt, was wir tun, wir analysieren den Code durchaus in einer ähnlichen Art und Weise wie der Code Inspector. Wir machen da ein bisschen mehr, sehr umfangreiche Abhängigkeitsanalyse, die brauchen wir, damit wir dann auch korrigieren können. Das heißt, wenn wir korrigieren, müssen wir sämtliche Abhängigkeiten berücksichtigen. Das ist sehr komplex und das ist auch letztendlich unsere IP, unsere Besonderheit, die wir auch in den USA haben patentieren lassen. Und die ermöglicht es überhaupt, auch solche Dinge zu machen, wie dieses Beispiel hier, also so eine Select-Star-Abfrage. Die ist nicht besonders performant, wenn Sie sowas auf HANA machen.
Wenn Sie das Ganze auf einer großen Tabelle tun und Sie benötigen nur ein paar Spalten davon, das ist quasi auf der linken Seite der Fall. Rechts sehen Sie, dass das Werkzeug, was wir verwendet haben, in der Lage war, die Spalten zu identifizieren. Zu sagen, Sie brauchen im Code werden nur diese drei Spalten hier benötigt. Das entsprechende Select Statement wurde umgesetzt. Und in dem Zusammenhang wurden auch noch ein paar andere Dinge mitgemacht. Natürlich auch die Tabellendeklaration und die sonstigen Deklarationen wurden auch entsprechend mit korrigiert. Ansonsten würde das alles nicht stimmen. Und können Sie sich vorstellen, mit einem reinen Suchen und Ersetzen würde Codesalat nur rauskommen. Deswegen ist das Ganze sehr komplex, wenn es darum geht, das auch zu korrigieren. Analyse ist deutlich einfacher als die Korrektur. Und das ist die Besonderheit unserer Technologie, die wir eben für diese Dienstleistung, die wir anbieten, hier verwenden. Das heißt, eine Empfehlung für Sie, wenn Sie in Richtung HANA migrieren möchten, ist ganz klar, es macht Sinn, weil Sie eh alles testen oder testen sollen, auch fehlerfreien Code und für HANA optimierten Code zu testen. Vielleicht sogar in dem Zusammenhang darüber nachdenken, ungenutzten Code zu bereinigen. Also das ist sozusagen eine Säule, die Sinn macht. Auch da können wir Sie unterstützen und ungenutzten Code identifizieren. Wir löschen ihn nicht sofort, vielleicht ist es auch die Besonderheit, sondern wir nennen das Maskieren. De facto deaktivieren wir die Objekte, fügen dann quasi noch ein Pop-up noch dazu, damit, falls im Nachgang trotzdem das ein oder andere Objekt benötigt wird und jemand klickt drauf, dass er sofort sieht, aha, das wurde deaktiviert, es muss wieder aktiviert werden. Ich informiere den Administrator, der kann das für mich tun. Das Ganze ist relativ simpel, weil wir bereinigen sowieso den gesamten Code maschinell und dann ist die Aktivierung einzelner Objekte sehr simpel. Typischerweise ist in so einer Situation Eile geboten, weil Dinge, die man nur einmal im Jahr macht, die sind dann meistens so am Jahresende und Jahresendgeschäft, da will keine Verzögerung drin haben. Das sind so die typischen Dinge, die wir in dem Zusammenhang bereinigen und unabhängig davon, mit welcher SAP-Version Sie fahren. Mit neueren Versionen können Sie auch UPL von SAP nutzen, um die genutzten Objekte zu identifizieren. Wir haben ein Verfahren, um das Ganze auch mit älteren Versionen, wo UPL vielleicht nicht genutzt wird, ebenfalls zu machen und sicher zu identifizieren und ihnen eben mehr Flexibilität und Agilität für die Zukunft zu geben. Die zweite Säule ist die Anpassung und die Optimierung für HANA selbst. Also zunächst mal dafür zu sorgen, dass Sie auf der richtigen Version sind. Sie brauchen das richtige EHP. Auch wenn Sie ein EHP-Update planen und auch die Anpassungen in dem Zusammenhang, auch die machen wir für Sie mit. Wir bringen Sie auf Unicode, sofern Sie nicht auf Unicode sind. Schaffen also die Voraussetzungen für die HANA-Migration und sorgen das auch dafür, dass der Code an sich kompatibel und performanceoptimiert ist für HANA, sodass Sie praktisch von Anfang an das Leistungspotenzial und die Performance der HANA auch nutzen können. Last but not least macht es Sinn, eben für die Zukunft auch was zu tun. Wenn Sie schon eine solche umfangreiche Migration durchführen, den Code für die Zukunft wartbarer, stabiler zu machen. Da gibt es jede Menge Dinge, die man mit berücksichtigen kann. Kritische Altlasten beseitigen, SAP-Standards umsetzen und den Code eben auf die aktuelle Syntax eben anpassen und langfristig eben was für die TCO zu tun und das Lifecycle Management deutlich risikoarmer zu gestalten. Das sind Dinge, die man in solchen Zusammenhängen eben mitmachen kann. Für unseren Kunden hat es bedeutet, dass praktisch von Anfang an eine verlässliche Planung da war, dadurch, dass wir sehr detailliert analysiert haben. Also wir wussten von Anfang an, wo die Fehler sind. Es war keine grobe Abschätzung ungefähr mit dem dicken Daumen, sondern er wusste haargenau, welche Fehler sind zu beseitigen und was ist unsere Leistung in dem Zusammenhang.
Der Kunde hat natürlich auch einen Business Case aufgesetzt, der deutlich positiver war mit unserem Service gegenüber einem manuellen Ansatz. Die Projektlaufzeit, hatte ich kurz erwähnt, hat sich deutlich reduziert. Praktisch 2 Jahre wurden entsprechend eingespart. Und die Qualität, die geliefert wurde, war von Anfang an klar und garantiert und beruhte auf sozusagen einem technischen Verfahren und nicht auf das Können einzelner Mitarbeiter. Sie können sich vorstellen, dass es sehr schwierig ist, gute Entwickler in der großen, in der Anzahl, die man braucht, zu finden, um den Code auf HANA zu optimieren. Select Stars beispielsweise umzusetzen, ist sehr komplex, wenn man das Ganze manuell machen würde. Um Ihnen ein Gefühl zu geben, die SAP rechnet für ein Statement, was umgesetzt werden muss, circa 1 Stunde Arbeit. Und dieser Kunde hatte 40.000 in seinem Coding. Sie können sich vorstellen, was das Ganze in Aufwand bedeutet und was hier eingespart werden konnte. Die flächendeckende Optimierung war quasi der Bonus on top, den man hier bekommen hat und war eine sehr große Hilfe auch für den Kunden, für das Gesamtprojekt und auch für die Zeit danach. Spannend ist, gerade vor wenigen Tagen hat dieser Kunde auch die Optimierung seiner weiteren Systeme bei uns bestellt. Also wir haben sozusagen ein großes ERP-System initial für ihn gemacht und jetzt sind noch über 15 weitere Systeme dazugekommen. Also Sie sehen, das Ganze war ein sehr positives Beispiel und ein sehr positiver Business Case für den Kunden. Eine wichtige Botschaft zum Schluss für Sie: Wir machen nicht nur Projekte, also wir gehen nicht mit dem Kunden, also zum Kunden hin, machen das Projekt und gehen dann wieder weg, sondern durch unser standardisiertes Custom Code Management hat der Kunde auch für die Zeit danach einen Vorteil. Das sind die Phasen, die wir mit Stay Clean und Stay Modern meinen. Also Get Clean ist sozusagen das Projekt, wo ein gesamtes System optimiert wird, in einen gewünschten Zielzustand versetzt wird. Und damit es auch so bleibt, haben wir mit Stay Clean sozusagen die Möglichkeit, Ihre Investitionen zu schützen. Das heißt, immer dann, wenn Sie neuen Code produzieren, bestehenden verändern, stellen Sie mit unserem Service sicher, dass es immer noch Ihren Standards gehorcht, ohne großen Aufwand, ohne große Einarbeitung der Mitarbeiter, kann dieser Service praktisch genutzt werden, im Rahmen der normalen Entwicklung integriert in der SAP-Entwicklungsumgebung. Und als zweiter Bestandteil, wenn es was Neues von der SAP gibt, wenn wir neue Regeln entwickeln im Rahmen von Projekten anderer Kunden, profitieren alle unsere Kunden davon, von diesen Verbesserungen und können dann praktisch diese neuen Technologien adaptieren und sie ebenfalls in regelmäßigen Zyklen dann auf das Gesamtprojekt bzw. auf das Gesamtsystem anwenden. Also wir sorgen dafür, dass das, was Sie einmalig investieren im Projekt, auch sich über die Zeit eben diese Investition geschützt ist über die Zeit. Soweit zu dem, was ich Ihnen sagen wollte. Sie haben vielleicht Fragen zwischenzeitlich gestellt. Ich gucke mal in der Anwendung, welche Fragen aufgekommen sind. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, welche reinzuschreiben. Ich sehe gerade im Augenblick, es sind keine Fragen da. Wie gesagt, auch im Nachgang sollten noch Fragen aufkommen. Soll das für Sie auch interessant sein, dass Sie das im Rahmen Ihres Projektes einbauen möchten, gehen Sie gerne auf die IB Solutions zu. Ein paar haben wir
sehr gut zusammenarbeiten und im Rahmen der Partnerschaft bieten wir dann eben diesen Service für Sie dann an und die Kollegen kümmern sich darum, damit die notwendigen Schritte entsprechend umgesetzt werden können. Dann wünsche ich Ihnen soweit einen schönen Tag noch und hoffentlich bis demnächst. Wiedersehen.